geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte EVV, vorneweg möchte ich mich bedanken, dass du dich übersetzt, so heute schon den ganzen Tag, auch für mich. Ich glaube, es ist ein relativ anstrengender Job, auch immer etwas trocken. Von daher an Jan nochmal ein großes Dankeschön. Also Leute, es ist ein harter Job. Dear audience, dear panelists, first of all, I want to thank the translation. They did the whole day, and also for me, so it's hard work. Und ich weiß, dass er nicht mit allem einverstanden ist, was ich sage, das wird er auch jetzt nicht, und trotzdem macht er das sehr professionell. And I know he does not agree with all what I say, but he does it anyway. Okay. Episch. Ich würde ganz gerne am Anfang die BVV möge es entschuldigen. Sie hat es nicht so gerne, wenn wir Stadträte oder Bürgermeister immer sehr lange vorweg sprechen, aber ich glaube, wir sind bei einem Thema, wo wir uns vielleicht auch etwas mehr Zeit nehmen sollten. Auch im Rahmen einer mündlichen Anfrage, die vorstehen würde, es entschuldigen. At the beginning, I want to say, normally the BBV, like the parliament here, does not agree if the mayor talks a lot. But in this case, it's an important point, so I ask you for understanding and also the moderation. Okay. Das, worüber ich sprechen möchte, ist am Anfang, ich würde Ihnen ganz gerne mitteilen, was das Bezirksamt gestern gemeinsam beschlossen hat. First, I want to announce what the district government yesterday decided. Das Bezirksamt sitzt dort, es setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Parteien, aus der Linken, aus der SPD und aus den Grünen. The district government is sitting over there. It consists of Green Party, Left Party and SPD. Der Hinweis auf die Parteizugehörigkeit ist mir heute angesichts der Diskussion, die wir im Vorfeld hatten, wichtig, weil... To mention also the different parties is important. Because es hier nicht darum geht, welche Partei schneller und lauter vorneweg ist. It's not about which party is faster and louder at the front. Aber wenn ich jetzt sage, dass wir gestern 6 Stunden gemeinsam nur über den Oranienplatz diskutiert haben, werden Sie verstehen, dass die Auseinandersetzung, auch innerhalb des Bezirksamtes sehr ernsthaft, sehr intensiv geführt wurde. If I tell you now that the district government was sitting for more than 6 hours yesterday, then you maybe understand that the discussion about the point is very controversial and serious. Das Bezirksamt hat gemeinsam beschlossen und gemeinsam entschieden, dass wir weiterhin den Protest am Oranienplatz unterstützen. The district government decided together that the district government will continue to support the protest at Oranienplatz. Dass wir, und da ist unser Dissens, dass wir den Protest unterstützen, vor allen Dingen auch was die Forderungen, die politischen Forderungen der Flüchtlinge betrifft, dass wir diese Forderungen teilen, und zwar alle gemeinsam. The support means that
we all together share the political demands of the refugees. How? Like what? At Facebook? Wir haben einen Dissens zu den Flüchtlingen und den Unterstützern, die gerade auf dem Camp sich befinden. We have a dissent, difference to the supporters and the refugees who are currently at the camp. Wir teilen nicht die Auffassung, dass das Wohnen auf dem Platz weiterhin bestehen sollte. We do not share the opinion that the living should be allowed on Oranienplatz anymore. Wir sagen aber auch, dass eine Räumung der Schlafzelte, ein Abbauen der Schlafzelte von uns nicht akzeptiert wird. At the same time we say that deconstruction of the sleeping tents is not accepted by us. Weil wir die Verhältnismäßigkeit nicht erkennen können zu dem, was gerade auf dem Platz auch erkämpft wird. By regarding what the people fight for and what the people already achieved on the Oranienplatz, it's not justified to deconstruct this tent. Die Zelte werden von unserer Seite nur gemeinsam mit den Akteuren des Platzes entfernt. From our part, the tents will only be removed together with the inhabitants of Oranienplatz. Wir sind der Meinung, dass die politische Auseinandersetzung und das Symbol Oranienplatz, der Oranienplatz ist ein Symbol in Europa für den Widerstand der Flüchtlinge gegenüber der europäischen und der bundesrepublikanischen und der Berliner Flüchtlingspolitik. We have the opinion that the political debate about Oranienplatz and the symbol of Oranienplatz against the European asylum policy and also the German asylum policy. Dass der Widerstand anders ausgedrückt werden sollte als durch Wohnen auf dem Platz. This resistance should have different ways than by sleeping on Oranienplatz. Wir verstehen aber die Besorgnis, die viele Akteure und Flüchtlinge auch haben, dass wenn die Zelte abgebaut sind, dass der Oranienplatz dann nicht mehr in dem Fokus steht, wie er im Moment steht. Diese Sorge können wir nachvollziehen. But we understand the fear that if the tents will be deconstructed, the symbol and the attention on Oranienplatz will increase and the debate will go down. Von daher machen wir das Gesprächsangebot gemeinsam, jeder in seiner Funktion, gemeinsam einen Weg zu suchen und vielleicht auch zu finden, wie wir den Protest gemeinsam vom Oranienplatz innerhalb von Europas wachhalten können. Therefore, we offer talks about how we can together see how we can continue with the protest against this asylum politics also on European level, but everyone in his or her own function. Wir wissen, dass das ein schwieriger Weg oder auch eine schwierige Diskussion werden kann, weil wir einerseits Parlamentarier und Parlamentarierinnen, andererseits Regierungsmitglieder, wir haben NGOs, wir haben auch Akteure, die mit dem Staat
sehr stark auf das Ganze. Wir wissen, dass dieses Zusammenkommen letztendlich, um einen gemeinsamen Weg zu finden, auch eine Herausforderung darstellt. We know that this will lead to difficult discussions, the coming together of different groups of activists who are strongly against the state or against the state, NGOs, parliamentarians, district government. This coming together will be difficult. Trotzdem machen wir das Gesprächsangebot und ich habe bis heute, als ich auf dem Oranienplatz mit den Akteuren gesprochen habe, auch dort bereits gemacht. Und vielleicht finden wir auch einen gemeinsamen Weg, weil wir haben eine Veränderung in der Situation. But still we make this offer for talks. And we already did it today on Oranienplatz. And we make it because we have a change in the situation right now. Wir haben seit gestern ein Ultimatum des Innensenators Frank Henkel bekommen. Since yesterday there is a ultimatum, deadline, yeah, a deadline about the eviction of Oranienplatz from part of the Senator of Interior, Mr. Henkel, the 16th of December. Ja, genau, zum 16. Dezember, danke. Er verlangt vom Bezirksamt, dass wir die Zelte abbauen, beziehungsweise, wenn es nicht freiwillig geschieht, dieses auch mit Polizeieinsatz zu tun. Henkel vertreiben! Oberland vertreiben! Henkel vertreiben! Demand the district to deconstruct the tents, and if the district won't deconstruct the tent, he will do it by force. And I translate the slogan from the audience. This place, Mr. Henkel, and Oranienplatz will stay. Gemeinsam noch diskutiert haben. Und wir haben einstimmig entschieden, dass wir dieser Aufforderung nicht nachkommen werden. This message, we received this message yesterday during our talks. And in a concert we decided that we refuse this demand of the senator. Schande über ihn. Okay. Ja, okay. Wir haben folgende Situation im Moment und ich möchte damit auch die Frage von Wolfgang Lenk eingehen. We have the following situation right now and I want to answer the question of Mr. Lenz. Im Spätsommer diesen Jahres haben mich die Mehrheit der Flüchtlinge auf dem Oranienplatz aufgefordert, einen alternativen Wohnort für sie zu finden. In the late summer this year, the majority of the refugees on Oranienplatz asked me to find a solution for the living conditions on Oranienplatz. House. We wanted a house. They wanted to have a house.
wir haben versucht, innerhalb von Kreuzberg, aber auch innerhalb von Friedrichshain-Kreuzberg eine Immobilie zu finden. We tried to find a house inside of Kreuzberg, but also in other parts. Did you come? Wichtig für uns war, dass wir in der Nähe des Oranienplatzes einen Ort finden. And what for us was that we find a place near Oranienplatz. Wir haben verschiedene Optionen geprüft und versucht, gangbar zu machen, bewohnbar zu machen. We checked out different options and tried to fix them, get them ready for living. Wir haben auch den Berliner Senat gefragt, der hier auch für die Flüchtlingspolitik verantwortlich ist, ob er uns unterstützen kann, ein Haus zu finden. As well as we asked the Senator of Berlin, the responsible, if he can support us by finding a house. Der erste Vorschlag der Senatsverwaltung für Soziales war ein Fake. The first proposal of the Senator of Social Affairs of Berlin was a fake. Der Druck, der allerdings dann in der Öffentlichkeit entstanden ist, weil der erste Vorschlag nicht funktioniert hat, hat den Senat dazu gebracht, einen zweiten Vorschlag zu machen. The public pressure that was after this first fake led the Senate to make a second proposal. Das ist das Haus der Caritas in Wedding, was uns am Freitag, jetzt am Freitag um 16 Uhr zur Verfügung gestellt worden ist für die Flüchtlinge vom Oranienplatz. This second proposal is the house in Wedding that was presented to us on Friday, last Friday at 4 o'clock in the afternoon of Caritas. Wir haben sehr wohl organisiert, dass der Weg vom Oranienplatz begleitet wird mit Supporterinnen, die geholfen haben, das Haus auch zu beziehen. We organized that this transfer, the moving, is accompanied by different supporters and also the moving in inside the house. Wir haben mit der Caritas Verbindung gehabt, sowohl von Seiten von meiner Person als auch von meiner Referentin. We were in contact with Caritas through my reference. And me. Vor dem Haus waren Flüchtlinge, die nicht vom Oranienplatz gekommen sind, und es waren auch Flüchtlinge vor dem Haus, die nicht aus Berlin kamen. In front of the house there were refugees that doesn't come from Oranienplatz and they did not come from Berlin. Wir kritisieren nicht, dass Menschen versucht haben, eine Wohnung oder beziehungsweise ein Haus zu ziehen. Vor allen Dingen, wenn sie aus einem Bundesland kommen, wo sie nicht sicher sind. We do not criticize that people are in search of a house if they come also for example from another federal state and places where they are not secure. Wir hatten aber somit die Herausforderung, dass wir nicht 80 Menschen unterbringen können, sondern 120. But therefore we had the difficulty that we did not have to find a place for 80 people, we had to find a place for 120 people. Diejenigen, die nicht in das Haus einziehen konnten, sind vorübergehend in Notunterkünften, vor allen Dingen der Kirche, untergebracht.
the people who could not enter the house, like they are for the moment in other locations, mostly run by the church. Auch in Marienfelde sind einige, für kurze Zeit haben sie die Möglichkeit zu wohnen. As well as in Marienfelde, some people have the possibility for a short time to live. Vorübergehend, das bedeutet, dass wir Supporterinnen haben, die gerade dabei sind, auch für diese langfristigere Alternativen zu finden. Short time, that means also for these people we have supporters who try to care or find a long-term solution for these people. Nichtsdestotrotz haben wir auf dem Oranienplatz weiterhin, man hat es auch gehört, es ist auch gesagt worden, haben wir auf dem Oranienplatz zurzeit Akteure und Akteurinnen, die auf dem Platz bleiben wollen und wohnen wollen und die keine alternative Unterkunft gestellt bekommen. But still, on Oranienplatz, there are people, actors, that want to remain on Oranienplatz, and they don't want another building or another location to sleep. We need freedom. We don't need a house. Das freedom. Das heißt. Genau. Freiheit, kein Haus. Freiheit. Das heißt, dass wir dort ganz klar auch die Situation haben, dass die Menschen nicht ein Haus wollen, sondern dass sie ihre Rechte haben wollen, um dann in eigene Wohnung zu ziehen. It means clearly that the people don't want now a house, they want their rights to then move into a house. Und daher, und das ist ein kleiner Replik, die Linke denkt sich das schon auch auf ihren Antrag. Von daher geht es nicht darum, ein drittes Haus zu suchen, wie der Antrag uns sozusagen beauftragt, sondern es geht darüber, dass weiterhin, das habe ich bereits gesagt, dass es geduldet ist, sondern es geht darum, dass der politische Kampf weitergeführt wird. Es bedeutet aber auch, dass wir akzeptieren müssen und uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir eine Gruppe von Leuten auf dem Platz haben, die dort bleiben wollen, auch wenn wir das als Bezirksamt inhaltlich und politisch nicht teilen. Okay, I'll try. Können wir das über Bord nehmen? Now, I refer also to the Land Party request or questions. It means the people on Oranienplatz don't want a certain house. And then there was an intervention from the public, from the audience. But it is necessary to tolerate Oranienplatz. And Mr. Herrmann said, this I said already, we tolerate Oranienplatz. And the last part, maybe you can very briefly repeat the last part. Ich habe gesagt, dass da unser Dissens besteht, weil wir das politisch anders sehen. I said, there is our dissent, because politically we disagree at this point.